Hallo, liebe Autofahrer. Hallo, liebe LKW-Piloten. Hallo, liebe Disponenten. Hallo, liebe Fuhrparkinghaber und Speditionsunternehmer. Ich selbst bin aus Begeisterung zum Beruf sehr gerne auf den Straßen unterwegs mit einem LKW und deshalb bezeichne ich mich auch LKW-Pilotin Monika. Und was ich gestern gesehen habe auf den Nachrichtenplattformen, sind gleich zwei negative Ereignisse, welche sich da bei der A1 in Zürich ereignet hat, innerhalb wenigen Kilometer. Und deshalb darf ich da schon von einem schwarzen Montag sprechen. Ja, das erste negative Ereignis hat sich auf der Höhe A1 Wallisellen ereignet, wo da ein Motorradfahrer noch auf der Unfallstelle verstorben ist. Und am Nachmittag gab es das größere negative Ereignis, wo gleich mehrere PWs und mehrere LKWs ineinander verwickelt wurden, auch wieder nur 5 km weiter, auch wieder in Fahrtrichtung Bern, auf der Fahrtrichtung Gladbruck, Einfahrt Gladbruck, Zürich-Seebach. Und ich darf sagen, ich kenne das Autobahnteilstück und ich fahre sehr oft dort vorbei und darf sagen, oder, es wurde erst gleich vor kurzem von 2 auf 3 Spuren ausgebaut und deshalb ist es eigentlich sehr sicher dort durchzufahren. Aber wie es in der Meldung zu entnehmen war, gab es da irgendwie einen technischen Defekt an einem LKW. Ich möchte das eigentlich nicht genauer weiter kommentieren. Dabei ist mir wichtig zu appellieren an die LKW-Piloten, dass sie immer wieder die Sicherheitsabstände zum vorderen Fahrzeug einhalten können und auch jederzeit die Bremsbereitschaft gewährleisten können, sodass eben jederzeit gebremst werden kann, sodass nichts passiert. Und das andere ist, ich möchte an die Disponenten wieder einmal ganz klar appellieren, dass sie da den LKW-Piloten nicht extrem unter Druck setzen, dass sie da ihre Aufgabe eben da auch wahrnehmen können. Zudem möchte ich an die Speditionsunternehmen einmal appellieren, dass sie genügend Geld in die Fahrzeugwartung einsetzen, dass da eben keine Unfälle passieren. Es ist mir voll bewusst, dass dieses Ereignis, vor allem das, welches wir entnehmen konnten, da bei Zürich-Seebach, auf unseren Schweizer Straßen eher nur 1 bis 2 Mal pro Jahr stattfindet. Aber gebt mir recht, jedes Ereignis ist mir eines zu viel. Und ich möchte hier an dieser Stelle mit meinem Namen den verunfallten LKW-Piloten eine gute Genesung wünschen. Und ich hoffe bald möglichst, dass er trotz der Verletzung bald möglichst wieder auf diesen tollen Beruf zurückkommt. Oder? Und wir möchten mit LKW News hier die verschiedenen Meldungen publizieren können, was wir tagtäglich eben jetzt auch schon durchgesetzt haben. In einem weiteren Tool, was wir eben am Aufziehen sind, für unsere Mitglieder sind Online-Schulungsvideos, dass jeder LKW-Pilot und jedes Mitglied, wo sich für die Logistik interessiert, bei uns Mitglied werden kann, eben das E-Learning-Plattform bei uns besuchen kann mit einem Passwort und eben auch jederzeit ein Unterrichtsvideo bekommt, wenn er bestimmte Fragen zum Transport oder Logistik hat. Und das kostet uns ganz viel Geld und deshalb sind wir eben auch auf Partner angewiesen, dass wir dieses Konzept eben auch so realisieren können. Mein Name ist Monika Nabot. Mir ist es die Sicherheit im Transportwesen und auf der Straße ist extrem wichtig. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir in nächster Zeit hoffentlich dann bald nicht mehr so viele Bilder berichten müssen, was da alles falsch gelaufen ist. Und es wäre schön, wenn ihr uns mit einem Partner oder Mitglied einmal unterstützen können. Mein Name ist Mon LKW-Pilotin und ich freue mich. Bis bald und tschüss.